Im Jahr 2013 fand in Kalifornien die größte Menschenjagd in der Geschichte der USA statt, an der mehr als 2000 Polizisten beteiligt waren. Trotz der Tatsache, dass der gesuchte Mann allein war, erklärte er der Polizei von Los Angeles im ganzen Land den Krieg und jeder Polizist hatte Angst, ihn zu treffen. Was die gewöhnlichen Amerikaner betrifft, so hielten ihn viele für einen Volkshelden, trotz der Tatsache, dass der Gesuchte in den Augen der Polizei ein Verbrecher war. Christopher Dorner wurde am 4. Juli 1979 in New Jersey geboren. Als Kind zog seine Familie in die Vororte von Los Angeles, Kalifornien, wo Christopher seine gesamte Jugend verbrachte. Er war der einzige Schwarze in der Klasse, weshalb er von seinen Klassenkameraden oft gemobbt wurde. Deswegen war er oft in einer Schlägerei verwickelt. 1997 schloss Christopher die High School ab und schrieb sich an der Utah Southern University ein. Während seines Studiums hat er viele Freunde gefunden. Sie beschrieben ihn als einen fröhlichen, lächelnden Kerl, für den Ehrlichkeit und Gerechtigkeit die wichtigsten Dinge im Leben waren. Christopher war ein sehr kraftvoller und athletischer junger Mann. Daher war es kein Wunder, dass er schnell in das American Football Team der Universität eingeladen wurde. Im Jahr 2001 schloss Christopher sein Studium der Politikwissenschaften und Psychologie an der Universität ab. Ein Jahr nach seiner Einberufung im Jahr 2002 kommandierte Christopher eine Sicherheitseinheit auf der Fallon Station in Nevada. Danach diente er als Teil einer mobilen Marineeinheit der U-Boot-Kriegsführung. Während seines Dienstes in der Marine im Jahr 2002 hatte Christopher einen interessanten Vorfall, der ihn als Person gut charakterisiert. Er fand eine Tasche mit Spenden für die örtliche Kirche. In der Tasche befand sich fast 8000 US-Dollar. Ohne eine Sekunde nachzudenken, brach Chris die Tasche zu der nächsten Polizeistation. Er könne nicht anders, sagte später Chris. Während seines Dienstes in der Armee erhielt Christopher eine hervorragende Kampfausbildung. Er beherrschte viele Arten von Schusswaffen, beherrschte viele Möglichkeiten, unter Kampfbedingungen zu überleben und beherrschte auch Nahkampftechniken. Er war in diesen Disziplinen so gut, dass er sogar mit einem Band für Treffsicherheit sowie einem Abzeichen für das Schießen mit einer Pistole ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2005 schrieb sich Christopher Dorner an der Los Angeles Police Academy ein. Er schloss sein Studium ein Jahr später ab und wurde danach erneut zur Marine eingezogen. Danach, im Jahr 2007, kehrte er wieder zur Polizei zurück. Sein Dienst bei der Polizei begann mit einem Praktikum unter der Bewachung einer erfahreneren Partnerin, Sergeant Teresa Evans. Am 28. Juli 2007 sind Chris Dorner und Teresa Evans in einem örtlichen Hotel eingetroffen. Es ging darum, dass eine psychisch kranke Person das Hotel betrat und sich daneben benommen hat, was die Mitarbeiter und Bewohner des Hotels störte. Die Polizisten haben schnell die Person zur Ruhe gebracht. Die Person hieß Christopher Gaetler. Der Mann war wirklich psychisch krank. Sie brachten ihn nicht zur Polizeiwache, sondern holten ihn einfach aus dem Hotel raus und drohten, dass er beim nächsten Mal verhaftet wird. Und es schien, dass der Vorfall vorbei war. Aber später wird er eine fatale Rolle im Schicksal von Dorner spielen. Zwei Wochen später gab Christophers Mentorin, Officer Teresa Evans, einen Bericht über sein Praktikum. In dem Bericht hieß es, dass er noch nicht bereit für einen vollwertigen Dienst sei und dass er seine Leistung in mehreren Bereichen verbessern müsse. Am nächsten Tag reichte Christopher Dorner einen Bericht über die Aktion von Officer Teresa Evans ein. Es ging um den Mann, den sie einige Tage zuvor aus dem Hotel geholt hatten. In dem Bericht wurde behauptet, dass Evans übermäßige Gewalt gegen Gaetler angewendet habe. Dorner behauptete, dass Evans dem Mann zweimal ins Gesicht geschlagen hätte, als er bereits mit Handschellen gefesselt war und auf dem Boden lag. Auf der Grundlage dieses Berichts wurde eine interne Untersuchung eingeleitet. Die Kommission hörte mehrere Zeugen an. Christopher Gaetlers Vater sagte, als sein Sohn am Tag des Vorfalls nach Hause kam, war sein Gesicht geschwollen. Und sein Sohn behauptete, er sei von einer Polizistin geschlagen worden. Sie meldeten es nicht der Polizei, weil der Mann selbst nicht klar erklären konnte, warum er geschlagen wurde. Das Opfer, Christopher Gaetler, gab auch an, dass er an diesem Tag von einer Offizierin geschlagen wurde. Now, I want to ask you about police contact that you had with the at the DoubleTree Hotel. Do you remember that?
Yeah. Okay, do you remember being taken into custody by the police? Uh-huh. Okay, do you remember whether there was a struggle? Mm-hmm. And during that struggle, were you kicked in the face? Mm-hmm. You have to say yes or no. Yes. Okay. And do you remember how many times you were kicked in the face? Once. Okay. And do you remember where you were kicked in the face? Right here. Okay. And do you remember who kicked you in the face? An officer. Do you remember what sex? Was it a male or female? It was a female. Da er an Schizophrenie erkrankt war, fing er an, in seiner Aussage unklar zu sein, und die Kommission war der Ansicht, dass er in diesem Fall kein zuverlässiger Zeuge sein konnte. Entweder entscheidet die Kommission, dass Theresa Evans eine bereits bewegungsunfähige Person geschlagen hat, was mit einem Skandal für Polizei enden würde, oder sie entscheiden, dass sie unschuldig ist, was bedeuten würde, dass Christopher Dorner in seinem Bericht gelogen hat. Infolgedessen sagte die Kommission, dass Dorners Bericht nicht glaubwürdig sei. Und am 4. September 2008, 8 Monate nach der Einreichung des Berichts, wurde Christopher Dorner von der Polizei in Los Angeles entlassen. Aber Chris beschloss, nicht aufzugeben. Er reichte endlose Berufungen bei den Gerichten verschiedener Instanzen ein, mit der Bitte, ihn wieder in den Dienst einzustellen. Aber sie wurden abgelehnt. Dorner rutschte in eine tiefe Depression. Seine Frau verließ ihn. Er wollte zur Armee zurückkehren, aber auch dort wegen seines Polizeiberichts wurde seine Karriere beendet, und dies hat schließlich Chris gebrochen. You are my winning lotto ticket. You're my best friend, you're my girlfriend, and I've had you all this time, so it's about time to cash you in. What in the world? You Monica, Lisa Kwan. Mm-hmm. Yeah. Open the box. Am Abend des 3. Februars 2013 wurden in der Stadt Irvine in Kalifornien die Leichen eines jungen Paares, der 28-jährigen Monica Queen und des 27-jährigen Keith Lawrence, gefunden. Beide wurden auf dem Parkplatz in der Nähe ihres Hauses in den Kopf erschossen. Monica war die Tochter des ehemaligen örtlichen Polizeichefs und jetzigen Anwalts Randall Queen. Ihr Verlobter Kate Lawrence war Offizier des Departments für öffentliche Sicherheit. Alles wurde sehr professionell gemacht. Der Mörder hinterließ keine Beweise, und die logischste Version war, dass dieser Mord eine Rache an Monikas Vater, einer der örtlichen Gang, für seine Polizeivergangenheit war. Doch schon am nächsten Tag tauchte im Internet ein Dokument auf, das alles erklärte. Es war ein offener Brief von Christopher Dorner an das amerikanische Volk. Es bestand aus mehr als 11.000 Wörtern. Hier nur ein paar Auszüge daraus. Ich weiß, dass die meisten von Ihnen, die mich persönlich kennen, nicht glauben werden, was in den Medien über mich gesagt wird. Du sagst dir, dass es nicht im Charakter der Person liegt, die du kanntest. Ich weiß, dass die Presse und die Polizei von Los Angeles mich beleidigen werden. Leider ist dies ein notwendiges Übel, was mir keinen Spaß macht, aber ich muss mich damit abfinden. Die Frage ist, was Sie tun, um Ihren Namen reinzuwaschen. Ein Name ist mehr als nur ein Substantiv. Am 8. Juli 2007 habe ich eine Anzeige gegen Officer Theresa Evans eingereicht, weil sie einen Verdächtigen geschlagen hatte, während sie dem Verdächtigen Christopher Gädler Handschellen anlegte. Evans trat ihm einmal in die Brust und zweimal ins Gesicht. Ein Schlag ins Gesicht hinterließ eine sichtbare Wunde auf seiner linken Wange. Ich finde es widerlich, wenn ein Beamter einen Geisteskranken tritt. Leider, nachdem ich dies gemeldet habe, die Aufsichtsbehörden unternahmen nichts. Ich verstieß gegen ihre Verwaltungsethik, und 10 Monate nach erfolgreichem Abschluss meiner Bewährungszeit wurde ich aus dem Los Angeles Police Department entlassen. Es ist klar, dass sich das Department auf diese Weise an mir für den Bericht gegen Evans im September gerecht hat. Während der Anhörung zu meinem Fall wurde ein Video abgespielt, in dem Christopher Gädler erklärte, er sei tatsächlich von einer Offizierin geschlagen worden. Ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um meinen guten Namen wiederzuerlangen.
Ich habe alle legitimen rechtlichen Bemühungen im Rahmen der Berufung an die höheren Gerichte erreicht. Dies ist mein letzter Ausweg. Die Polizei von Los Angeles versucht, die Wahrheit zu unterdrücken, und jetzt wird es zu den Todesfällen führen. Ich kenne alle ihre Techniken, Taktiken und Vorgehensweisen. Alle von ihnen verwendeten Bedrohungsbewertungen sind nutzlos. Ich habe nichts zu verlieren. Einen Kämpfer, der keine Angst vor dem Tod hat, kann man nicht besiegen. Ich möchte auch keine gewöhnlichen Streifenpolizisten verletzen, also Zivil- und Streifenpolizisten. Wenn Sie mein Auto sehen, dann sollten Sie es nicht verfolgen. Wenn Sie weiterhin hinter mir herfahren oder die Polizei über meinen Aufenthaltsort informieren, in der Hoffnung, die Tapferkeitsmedaille zu erhalten, dann sollten wissen Sie, dass Sie nicht überleben werden. Ihre Familie erhält posthum die Tapferkeitsmedaille. Es wird jahrelang auf einem Regal verstauben und dann eines Tages mit anderen Erinnerungen an sie in den Schuhkarton wandern. Deine Mutter wird einen Sohn oder eine Tochter verlieren, dein Mann oder Frau wird allein gelassen, aber in Zukunft wird er oder sie mit einer anderen Person glücklich sein. Ihre Kinder, wenn sie welche haben, werden jemand anderen Mama oder Papa nennen. Sei nicht egoistisch, denk an deine Familie, bevor du versuchst, mich aufzuhalten. Denk auch darüber nach, ob diese Lügner es wert sind, dass du für sie stirbst. In seiner Ansprache erklärte Christopher Dorner jenen Menschen, die an seiner Entlassung beteiligt waren, den Krieg. Sein erstes Opfer war die Tochter von Randall Quinn, der Anwalt, der IN vor dem Gericht vertrat. Denn laut Dorner ruinierte Quinn absichtlich die Verteidigungslinie, weil er ehemaliger Polizist war. Zu diesem Zeitpunkt begannen zwei große Jagden auf einmal, die Jagd von Christopher Dorner auf die in seiner Ansprache erwähnten Personen und die kalifornische Polizeijagd auf Christopher Dorner. Nach der Veröffentlichung seines Aufrufs wurde Christopher Dorner die am meisten diskutierte Person in den Vereinigten Staaten. Um die Häuser seiner angeblichen Opfer zu schützen, sowie für seine Festnahme mehr als 2000 Polizisten beteiligten sich an dem Fall. Das Problem war jedoch, dass die meisten Streifenpolizisten in Los Angeles entweder aus Absolventen von Polizeiakademien bestanden oder einfach aus Leuten, die in ihren Dienst traten und noch nie einer so gefährlichen Person begegnet waren wie Christopher Dorner. Er, ein ausgezeichneter Student der militärischen Ausbildung, ein brillanter Schütze und ein Mann, der an echten Kampfhandlungen teilnahm. Er wusste alles. Alle ihre Arbeitsmethoden, er wehrte sich geschickt gegen alle Versuche der Polizei, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Kein Wunder, dass die Polizisten sehr beängstigend waren, dass sie schon beim geringsten Verdacht auf seinen Aufenthaltsort das Feuer eröffneten, um Dorner zu töten. Dies führte dazu, dass bei der Jagd auf Christopher Dorner mehrere Zivilisten verletzt wurden, der Täter war jedoch nicht Dorner, sondern die Polizisten. So wurden am 7. Februar morgens um 5.30 Uhr mehr als 50 Kugeln auf einen blauen Toyota in der Nähe des Hauses eines der mutmaßlichen Opfer abgefeuert. Nach Angaben der Polizei entsprach das Auto der Beschreibung des Dorners Autos, aber in dem Auto befanden sich die 70-jährige Emma Hernandez und ihre 47-jährige Tochter Marge. Jeden Morgen lieferten die Frauen Zeitungen in der Gegend aus. Die Polizei wies darauf hin, dass das Auto sich mit ausgeschalteten Scheinwerfern bewegte. Beide Frauen überlebten, erlitten aber einige Verletzungen. Sie erklärten, dass sie morgens ihre Scheinwerfer nicht einschalteten, um niemanden mit hellem Licht zu wecken. Später musste die Regierung von Los Angeles den verletzten Frauen eine Entschädigung in Höhe von $4 Millionen zahlen. Eine halbe Stunde nach diesem Vorfall attackierte die Polizei ein weiteres Auto und eröffnete ebenfalls das Feuer. Der Polizei zufolge passte es auch zur Beschreibung des Dorners Auto, aber wie sich herausstellte, war das Auto eine völlig andere Automarke und sogar eine andere Farbe. Und am Steuer saß ein weißer Mann, der während des Beschusses ebenfalls nicht verletzt wurde. Später wurden T-Shirts mit der Aufschrift im Internet verkauft, ironischerweise aufgrund der Paranoia der Polizei: Ich bin nicht Christopher Dorner, bitte erschießt mich nicht. Am selben Tag gegen 1.30 Uhr waren zwei Polizisten unterwegs, um einen der in Dorners Brief erwähnten Beamten zu bewachen. Sie wurden von einem Zivilisten namens Lee McDaniel angehalten, der meinte, dass er an nahegelegenen Tankstellen einen Mann gesehen hatte, der wie Dorner aussah. Die Polizisten fuhren zu der Tankstelle und tatsächlich fanden sie einen Pickup, der in seiner Beschreibung Dorners Auto ähnelte. Sie folgten ihm dicht auf den Fersen. Ganz plötzlich hielt der Pickup an,
Die Fahrertür des Autos öffnete sich, Dorna kam raus und feuerte mehrere Schüsse auf den Streifenwagen ab, wobei beide Polizisten verletzt wurden. Beide überlebten, konnten die Verfolgung aber nicht mehr fortsetzen. Etwa 25 Minuten später verfolgte ein anderer Streifenwagen Dornas Pickup, aber sie hatten weniger Glück als ihre Kollegen. Während der Schießerei hat Dorna dem Offizier Michael Crane in den Kopf getroffen und verletzte auch den Praktikanten Andrew Takais schwer. Michael Crane starb noch am Tatort. Er erhielt, wie Dorna in seinem offenen Brief schrieb, die Medaille für Mut und erhielt sie posthum. Seine Frau verlor ihren Mann und die Kinder ihren Vater. Dorna konnten vom Tatort fliehen und trotz der Tatsache, dass die gesamte Polizei der Stadt nach ihm suchte, schien er sich in Luft aufzulösen. Erst 7 Stunden später wurde sein Pickup 120 Kilometer von Los Angeles entfernt, verbrannt aufgefunden. Die Polizei ging davon aus, dass er in den Highlands verschwunden war, aber jeder Schritt musste mit äußerster Vorsicht unternommen werden, da Dorna überall mit einem Scharfschützengewehr auf die Polizei warten konnte. Nach 2 Tagen am 9. Februar kündigten die Behörden an, dass sie beabsichtigen, den Fall, der zur Entlassung von Dorna führte, zu untersuchen. Bereits 5 Tage nach der Veröffentlichung von Dornas Berufung für die Informationen, die zu seiner Ergreifung führen könnten, wurde die höchste Geldprämie in der Geschichte Kaliforniens bekannt gegeben, $1 Million. Es war die größte Menschenjagd in der Geschichte der USA. Mehrere tausend Polizisten waren dabei beteiligt. Die Behörden überwachten die Region rund um die Uhr aus der Luft, aber dennoch gelang es Dorna, sich erfolgreich zu verstecken. Dazu hatte Dorna Glück und Unglück. Durch den plötzlichen Schneefall, der die Sicht erheblich einschränkte, konnte er sich fast unsichtbar für die Polizei machen. Aber nicht nur für die Polizei, sondern auch für Dorna selbst bereitete der Schneefall auch Probleme, da er bei diesem Wetter einen Ort brauchte, an dem er sich verstecken konnte. Die Polizei ging davon aus, dass er sich in einer der hunderte von Berghütten in dem Wohngebiet verstecken könnte. Bei der Überprüfung jedes einzelnen von ihnen verstand jedoch jeder Streifenpolizist, der an der Tür klopfte, dass dies ihm sein Leben kosten könnte. Nur 5 Tage nachdem Dornas ausgebranntes Auto gefunden wurde, gelang es der Polizei, ihm auf die Spur zu kommen. Und dies geschah nur, weil Dorna wie versprochen nicht das Leben gewöhnlicher Zivilisten nahm. 911 emergency, what are you reporting? I got my feeling. He tied us up, he had pillowcases over our heads. And how long ago did he tie you up? It was like 15 minutes to 30 minutes. Okay, so this all happened today? Yes, we're still tied up. You guys were tied up? Yeah, tied up still. Am 12. Februar erhielt die Polizeistation von San Bernardino einen Anruf. Die Anruferin war eine gewisse Karen Reynolds. Sie sagte, Dorna sei in ihre Hütte eingebrochen, habe sie und ihren Mann gefesselt, ihr Auto genommen und sei weggefahren. Er bat sie, nicht die Polizei zu rufen, aber nachdem Dorna die Hütte verlassen hatte, gelang es Karen, sich zu befreien und sie meldete sofort der Polizei, wo und mit welchem Auto sich der Dorna bewegte. Er hätte sie beide töten können und die Polizei wüsste immer noch nicht, wo er war. Aber Chris blieb seinen Prinzipien treu und verletzte Karen und ihren Mann nicht. Bald wurde das gestohlene Auto kaputt aufgefunden, woraufhin eine andere Person zur Polizei ging. Nach Angaben des Mannes saß er in einem Kleintransporter und stand am Straßenrand. Mit ihm im Pickup saß sein Hund. Plötzlich öffnete sich die Autotür und er sah Christopher Dorna mit einer Waffe in der Hand. Dorna sagte ihm, ich will dich nicht verletzen. Aber ich brauche dein Auto, also nimm den Hund und geh einfach. Einer der Hubschrauber entdeckte den gestohlenen Pickup in der Nähe einer Hütte. Es wurde angenommen, dass Dorna sich in der Hütte verbarrikadiert hatte. Die ersten, die eintrafen, waren Alex Collins und Jeremiah McKay. Beide hatten keine Chance gegen Dorna und er erschoss beide. Bald waren bei der Hütte alle Hauptkräfte der Polizei und der Spezialeinheiten, es gab kein Zurück mehr. Im Umkreis von 5 Kilometern war es komplett abgesperrt, aber für Dorna war das egal. Zuerst versuchte die Polizei, ihn herauszuziehen, setzte Tränengas ein und forderte ihn über Lautsprecher auf, sich zu ergeben. Dorna antwortete nicht.
Mit einem Bagger riss die Polizei einen Teil der Hütte ab, woraufhin Brandpatronen in den Rest der Hütte abgefeuert wurden, was zu einem Brand führte. Die Polizei bot Dorner an, sich zu ergeben, aber er traf eine andere Wahl und bereits in der in Flammen stehenden Hütte gab Christopher seinen letzten Schuss ab. Das Feuer dauerte bis zum Abend an und erst am nächsten Tag meldete die Polizei, dass in der verbrannten Hütte menschliche Überreste gefunden wurden. Experten haben bestätigt, dass es sich um Christopher Dorner handelt. Die Todesursache war eine Kugel, die Dorner in seinen Kopf schoss. Nach diesen Ereignissen gab es zwei Meinungen der amerikanischen Gesellschaft. Einige glaubten, dass Dorner ein gewöhnlicher Verbrecher war und dass er den Tod verdiente, während andere im Gegenteil Dorner für einen Volkshelden hielten, der für seine Ehre kämpfte. Ihrer Meinung nach öffnete er der Gesellschaft die Augen, wie lügnerisch die Polizei sei, sodass die Polizei nicht einmal versuchte, ihn lebend zu ergreifen, sondern ihn absichtlich bei lebendigem Leib verbrannte. Es ist egal, wer für sie Christopher Dorner war, ein Held oder einfach ein Verbrecher, seine Geschichte kann einen kaum gleichgültig lassen.